Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Wobei jetzt kein Trash, sondern etwas aus einem sehr ernsten und, wie ich finde, sehr wichtigen Bereich. Wir werden heute wieder einmal über Til Schweiger berichten, denn es sind neue heftige Aussagen dazu gekommen, die so vorher noch nicht vorher nicht bekannt waren. Mit dabei Katzenreporter Luke. Der macht sich nämlich sauber und wischt sich all den Schmutz ab, den er erfahren hat. Wir haben heute Morgen ein sehr, sehr gutes Video gemacht über das ganze Thema Iris Klein. Das verlinke ich euch mal hier. Da geht es um einen Mallorca-Podcast, wo über eine Person gesprochen wird, die Iris wohl sehr nahe stehen soll. Doch diese Person scheint wohl sehr weit rechts außen zu stehen. Und damit meine ich kein Fußballfeld. Das solltet ihr euch unbedingt anschauen. Und wenn ihr meine Videoreihe zu Til Schweiger verpasst habt, verlinke ich euch hier mal das erste Video. Da geht es tatsächlich um die schweren Vorwürfe, Alkohol, Gewalt an den Filmsets. Nora Tschirner hat sich dazu auch geäußert, beziehungsweise zu der allgemeinen Lage im ganzen Showbusiness. Ein sehr interessantes Video. Kurz darauf folgte ein Insider-Video. Da packt ein Insider über die Alkoholsucht von Til Schweiger aus. Das verlinke ich euch mal hier. Und zu guter Letzt hatten wir auch noch ein Video gemacht mit Claudia Roth, unsere Kulturstaatsministerin, die sich auch eine lückenlose Aufklärung im Fall Til Schweiger gewünscht hat. Das Video verlinke ich euch hier. Und jetzt geht es ums eigentliche Video, denn es ist etwas Neues rausgekommen. Und diesmal von dem Konstantin-Filmchef selbst. Er hat sich nämlich geäußert. Und da haben wir ein bisschen die Ohren geschlackert, weil eigentlich Konstantin-Film ja gesagt hat, alles ist gut. Es sind keine Vorfälle bekannt. Und jetzt aber hier der Dolchstoß des Chefs in Tils Rücken. Das müssen wir uns einmal anhören bzw. anschauen und werden zu Focus Online einmal rüberschalten. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, Danny, das ist genau die nette Berichterstattung, die ich gerne höre, morgens um 8 zum ersten Kaffee oder um 14 Uhr, das sind meine Upload-Zeiten, dann für dich herzlich eingeladen, dich der kleinen Trash-Familie hier anzuschließen. Wir sind mittlerweile 12.000 und auf einem langsamen Weg zu den 12.100. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mit dazu gehörst. So, wir schalten einmal rüber zu dem Focus Online-Artikel, der die Schlagzeile hat: überraschend enthüllt, Filmchef Vorfall mit stark alkoholisiertem Schweiger. Das ist die Schlagzeile und das ist ja ein bisschen gleich mit dem Insider, der ausgepackt hat. Und hier geht es direkt um die Schlagzeile. Nach den jüngst veröffentlichten Alkohol- und Mobbingvorwürfen gegen Schauspieler Til Schweiger meldet sich nun Konstantin-Chef Martin Moskowitsch zu Wort. Seine Aussagen überraschen. Zitat Ende. Ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Ich denke mal Moskowitsch, aber ich bin mir nicht sicher. Ein Spiegelartikel über Til Schweiger sorgte vergangene Woche für viel Aufsehen, denn in diesem wurde die angebliche Alkoholsucht des Schauspielers thematisiert. Doch nicht nur das, auch Mobbing und aggressives Verhalten am Filmset wurde dem 59-Jährigen darin nachgesagt. Zitat Ende. Jetzt muss man dazu sagen, dass Til Schweiger sämtliche Vorwürfe von sich abweist, über seine Anwältin gesprochen hat und jetzt wohl auch aktuell sich auf Mallorca befindet, ein bisschen zur Ruhe kommt. Das wünsche ich ihm auch, dass er ein bisschen Kraft tanken kann, ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Das ist quasi jetzt erstmal so der Hintergrund. Hier geht es jetzt aber weiter. Martin Moskowitsch, es ist zu sehr bedauerlichen Vorfällen gekommen. Eine Woche nach Erscheinen des Spiegel-Artikels hat nun Martin Moskowitsch, Chef der Firma Konstantin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ein Interview gegeben. Darin sagt er aus, dass es bei der Produktion von Schweigers neuestem Film tatsächlich zu sehr bedauerlichen Vorfällen gekommen sei. Was das genau bedeutet, das erklärt der Konstantin-Chef gegenüber der FAZ so. Vor den Dreharbeiten am 21. Juli 2022 ist Til Schweiger augenscheinlich stark alkoholisiert von einem Mitarbeiter der Konstantin-Film daran gehindert worden, mit der Arbeit am Drehort zu beginnen. Anschließend sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, so Moskowitsch. Die Dreharbeiten seien an diesem Tag unterbrochen worden
Unabhängig von seinem Zustand hatte Till Schweiger sich in der Nacht auch eine Verletzung im Gesicht zugezogen. Im Falle von Tätigkeit am Drehort erfolgt bei uns ausnahmslos, so auch hier, eine Abmahnung mit Androhung von Kündigung und Schadensersatz im Wiederholungsfall. Fährt der Konstantiv-Chef fort. Weitere derartige Vorwälle habe es nicht gegeben, so Moskowitsch. Derzeit würden alle Vorwürfe, die im Raum stünden, durch eine externe Compliance-Analyse der Dreharbeiten geprüft. Dies übernehme ein unabhängige Kanzlei. Zitat Ende. Also schon mal eine heftige Aussage, die hier der Filmchef Moskowitsch geäußert hat. Wie gesagt, ich erinnere mich an ein Statement von Konstantin Films, wo es hieß, es gab keine Zwischenfälle. Vielleicht irre ich mich da jetzt auch. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr gehört habt. Ich meine, das war so. Und es deckt sich leider auch mit den Gerüchten zu Til Schweiger und seinem Alkoholkonsum am Set, wo er vermutlich dringend Hilfe braucht. Konstantin, und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, Konstantin plant derzeit keine weiteren Projekte mit Til Schweiger. Zitat, angesprochen auf die Nacktszene, die Til Schweiger laut Spiegel spontan veranlasst haben soll, erklärte Moskowitsch, man habe bereits versucht, mit der jungen Komparsin zu sprechen, doch leider ohne Erfolg. Wir wissen also nicht, wie sie das empfunden hat und empfindet. Aber völlig unabhängig davon ist das ein unakzeptabler Vorfall, so der Konstantin-Chef. Denn bei einer solchen Nacktszene gäbe es einzuhalten Richtlinien, die hier wohl auf jeden Fall missachtet worden seien, da die Szene spontan angeordnet wurde und nicht im Drehbuch stand. Auch das wird in dem Bericht, den wir in Auftrag gegeben haben, analysiert werden. Und wir werden alles daran setzen, in solchen Fällen in Zukunft auszuschließen. Zitat Ende. Weiter geht's jetzt hier nicht. Das sind aber erstmal jetzt so die neuesten Vorfälle, die mich jetzt, wie gesagt, sehr überrascht haben. Ich meine, dass Til Schweiger jetzt in den Schlagzeilen steht, das überrascht mich nicht. Und mich überrascht es auch nicht, dass die Presse diese Schlagzeilen-Coup weiter melken wird. Das wundert mich nicht. Dazu ist einfach die mediale Aufmerksamkeit beim Thema da. Die Menschen interessiert das Schicksal von Til Schweiger, denn ja, viele haben natürlich mit ihm gelebt, haben mit ihm gemeinsam die Filmabenteuer durchlebt. Und er hat ja auch gute Rollen gespielt, er hat gute Filme produziert, aber irgendwann scheint jetzt wohl das Blatt sich zu wenden und er scheint öffentlich ziemlich an den Pranger gestellt zu werden. Ich habe einige Kommentare gehabt, dass das alles nur passiert, weil er sich regierungskritisch geäußert hat und dass er ja zum Schuss abgegeben wird. In diesen Kommentaren möchte ich hier auch einmal ganz kurz Raum lassen. Ich selber habe dafür keine Anhaltspunkte gefunden. An diese Eventualität, wenn da jemand was hat, schickt es mir gerne, dass ich das einmal überprüfen kann. Ich habe auch gar kein Problem damit, auch ein solches kritisches Video zu produzieren. Aber bis jetzt gibt es leider nichts Öffentliches über genau diese andere Seite dieser Medaille. Die erste Medaille, die ich euch hier heute gezeigt habe, das ist die Tatsache in der allgemeinen Bevölkerung auch genauso aufgenommen wird. Und viele sagen, ja, das habe ich mir bei Till schon gedacht. Der war schon immer ein bisschen komisch. Und der Alkoholkonsum am Filmset, den kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber eines sollte klar sein, ich denke, dass ein Till Schweiger definitiv Hilfe braucht. Aber diese Hilfe kann er sich nur selbst einfordern und sich helfen lassen. Da hat niemand anderes das Recht, ihn unter Druck zu setzen oder ihn zum Beispiel in eine Entzugsklinik einweisen zu lassen. Das muss von ihm selbst kommen. Er selber muss für sich selbst entscheiden. Er möchte etwas verändern. Er möchte etwas an seinem Image wieder verändern und das aufarbeiten. Ansonsten glaube ich, scheint es für Til Schweiger aktuell sehr, sehr schwierig zu werden, ein weiteres Comeback zu feiern. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr zu dem Thema steht. Glaubt ihr, dass Til Schweiger nun wirklich völlig seinen Boden unter den Füßen verloren hat und nicht mehr ins Filmgeschäft zurückkehren wird? Oder glaubt ihr, dass Til Schweiger das einfach aussitzen wird und dann in einem halben Jahr bis Jahr vielleicht wieder wie ein Phönix aus der Asche aufersteht? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und vergesst auch nicht, diesen kleinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. Verabschiede mich jetzt und wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Wir sehen uns wieder morgen um 8 zum ersten Kaffee. Tschüss.